Ja, und so erreicht Ömer wieder das Haus der Helden, das Haus der Witwe Putz, wo die anderen immer noch gerade am Diskutieren sind, welche Artefakte man wie benutzt, um den Fall dann möglichst sanft zu gestalten. Du hast jetzt natürlich bei den Torwalern das erreicht, was du wolltest. Und das Luftobjekt, der Heißluftballon, wird zumindest potenziell ausgeschlettert mit Segeln, um dann doch etwas mehr Geschwindigkeit zu bekommen. Was auch immer ihr dann damit ausrichten wollt. Aber eine Bemannung mit Torwallern würde schon stehen. Als Kapitän eine Hexe, die fehlt noch. Wie geht es weiter? Der Junge hat schon wieder Dreck in den Ohren. So, ja, aber Was? jetzt, wenn wir da hochlaufen, ich gebe euch recht, das ist die bessere Option. Aber wir müssen uns überlegen, wie ihr habt gesagt, so schnell wie ich rennen kann, richtig? Kann ich da hochlaufen? Ja, es Rennen oder richtet gehen? sich nach eurer Geschwindigkeit, die ihr hinbekommt. Okay. Und wie lange funktioniert das? Na, bei einem Magier wie Jelefim Yasafar, ich würde mal auf eine halbe Stunde tippen. Okay. Also, wenn die Festung über der Dämonenbrache rausbricht und die ist von uns, lass mich schätzen, 3 Meilen, 4, 5, 6 Meilen weg, richtig? Dann müssten wir 6 Meilen laufen, richtig? Was? Wie lange hält dieser Zauber an? Immer noch etwa eine halbe Stunde. Beine. Sechs Also, Meilen in einer ich bin halben scheiße im Stunde. Rechnen. Kann das einer von euch bitte ausrechnen? Und es ist machbar. Sollten wir Nicht nicht gut, und wir abwarten, werden bis sehr die fertig sein, wenn wir ankommen, aber es ist machbar. Festung näher an der Stadt ist und Das dann ist überhaupt keine Option, dann weil. stürzt sie auf die Stadt, sobald wir sie vernichten. Oder wir gehen der Festung entgegen. Genau, zum Beispiel auf dem Luftschiff. So Müssen wollt wir ihr mit aber dem jetzt aber mit auf das Luftschiff? Schiff nehmen. Immer kommt rein. Ah, alles geht? Da bist du. Ich gerade eben haben wir mit dir gesprochen, auf einmal warst du nicht mehr da. Ja, ich musste dann noch die Sachen im Arena-Viertel klären gehen und ich habe uns eine Besatzung für das Schiff besorgt. Waren Sehr gut. einige Torwälder? Also nicht alle, den Kapitän habe ich noch nicht. Auf Kiaras Beschreibung hin habe ich mir überlegt, dass vielleicht eine Hexe die ideale Kapitänin wäre, die sich mit den Lüften und dem Wind besser auskennt. Na, Oh, dann guck, das vielleicht. wäre der nächste Drohne gewesen. Aber Ömer, wir reden gerade über unseren Plan. Wir haben jetzt überlegt, hier, du hast doch Ahnung von sowas. Wir laufen da hoch, ne, mit diesem Luftlauf-Ding, Zauber. Ja, genau. Ja. Und wenn die Dämonenbrache ist doch so 6 Meilen von uns entfernt, habe ich geschätzt, so ungefähr. Was das? Könnte sein. Ich bin da nicht ganz so gut, aber könnte sein. Ja, okay. Also wir laufen dahin. Und Iserun sagt, wir haben eine halbe Stunde. In einer halben Stunde kann ich 6 Meilen laufen, schätze ich. Ja, sollte klappen. Ist das machbar? Ja, ne? Aber Was du kannst. wenn du schnelles Laufen machst, also jetzt nicht rennen, aber wenn du dich schneller bewegst, als kannst du mal gehen, Genau, laufen habe ich eben, gedacht. dann brauchst du wahrscheinlich für, naja, wenn du einigermaßen fit bist, für 5 Meilen ein Drittel Stundenglas. Also, das sollte wohl machbar sein. Nun, für uns ist das machbar, aber wie sieht das bei euch aus, Abelmir? Und diese Runde? Ich bin relativ gewandt. Die Soll Frage ist das ein auch. Witz sein? Die Frage ist auch vor allen Dingen, wie viel Belastung wir mitnehmen, weil ich traue mir das locker zu, aber ich habe auch wenig Belastung durch Ausrüstung und Rüstungen, die mich wirklich zurückhalten. Rafim, wie ist das mit euch? Ihr müsst ja sozusagen das Zwei- oder Drei- oder Vierfache von mir stemmen, um euch sozusagen fortzubewegen. Also nicht körperlich, sondern mit eurer Rüstung. Wenn ihr so deine schwere Rüstung aufmarschieren wollt, dann seid ihr viel langsamer und braucht viel mehr Kraft beim Laufen. Ja, ich denke, ich werde da im Kettenhemd aufmarschieren. Dann geht das. Notfall nehmen wir die Rüstung halt in einen Sack mit und wenn sie dann, wenn wir Zeit haben, anziehen. Falls wir Zeit haben. Ihr müsst sie ja trotzdem tragen. Ja, die Hauptrüstung Ja, aber sie ist zumindest, deutlich genau. weniger behindernd, wenn ihr sie in einem Sack mit euch herumtragt, als wenn ihr euch jedes Mal gegen die Gelenke stemmen müsst. Ja, das stimmt natürlich. Ja gut, also sind wir uns darüber einig, wir gehen so weit nach Sonnengrund? Oder wo sollten wir da am besten hingehen, damit wir, wenn sie über der Dämonenbrache rausbricht, damit wir da hinlaufen Ja, können? warum nicht vom Villenviertel aus? Da hätten wir auch Platz, um das Luftschiff zu starten. Oder zu landen. Sie würden uns entgegenkommen. Ja, es ist die bessere Idee, habt ihr recht. Nicht zumal von hier vom Stadtgebiet aus, der Mauer aus, auch reichlich viele Geschosse unterwegs sein werden und wir wollen da wirklich nicht im Weg sein. Das Das stimmt mit der Villa allerdings. Ferrara Eisenherr. Die haben doch bestimmt genug Platz, um dass wir dort mit unserem Luftschiff landen können, wenn die da auch teilweise, obwohl wir werden bestimmt keine Wagen da herstellen, wo sie wohnen. Nun, aber. Ich denke, die Villen werden alle Platz haben.
Ich denke auch. Die Gartenanlagen sind ja reichlich extensiv. Okay, dann laufen wir da also hin. Wir könnten natürlich auch direkt von der neuen Residenz aus starten. Ja, die neue Residenz, genau. Das ist doch auch super, das große Gebiet. Ja, aber was wollt ihr denn da jetzt mit dem Luftschiff? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich dachte, wir fliegen ja ein Stück weit mit diesem Luftschiff, denn es muss ja sowieso in die Luft. Ja, ja, wir können natürlich die Plattform haben und laufen dann erst von dort aus los. Aber ich dachte, man muss auf dem Boden sein, damit der Zauber funktioniert. Nee, du musst von Luft umschlossen sein. Ah, okay, Entschuldigung. Ich dachte, man muss auf dem Boden stehen. Das sind wir da oben ja wohl noch viel mehr als hier unten. Dann müssten wir nur Jelmef Ibn Yasafar fragen, ob er damit hochkommt. Dann starten wir aus der Luft und rennen darüber. War unser Po. Wir können sowieso von Magie sprechen. Nehmen wir mal an, das funktioniert alles. Können wir dann nicht auch von Yasafar dieses Luftschiff beheizen lassen? Das und dann möglich, theoretisch geht das. Es stellt sich nur die Frage, ob er nicht eine bessere Nutzung für seine Astralenergie benutzt. Ja, aber die Sache ist auch mit dem Luftschiff, ich habe mir das nochmal überlegt. Als das jetzt aber die Festung aufkam, habt ihr die heulenden Winde? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das wird auf dem Luftschiff ganz unangenehm werden, wenn wir da zu nah an die Festung rankommen. Aber wenn wir laufen, werden wir dann nicht ebenso vom Wind erfasst? Das Schiff sollte sowieso nicht zu nah an die Festung heran, wenn wir es als Stützpunkt, als mobilen Luftstützpunkt benutzen wollen. Die Sache ist ja auch die, wenn man einen aktiven Guardianum hat gegen dämonische Einflüsse, dann ist das egal. Zu einem gewissen Grad. Aber ich denke, sollten wir nicht vielleicht ohne das Schiff dorthin fliegen? Also das Schiff, ja, es ist auch nicht so groß, aber es ist doch viel auffälliger, als wenn wir uns auf dem über nahe Bodennähe anschleichen und dann die letzten paar hundert Meter dorthin rennen. Oder nicht? Also dann einfach nur Pferde bereitstellen und in die Nähe reiten. Ja, nein, nicht in die Haftboden. Von mir aus auch reiten. Nee, ich denke nicht, dass wir in den Wald reiten können. Aber wir können ja über Baumwipfelhöhe laufen und dann die letzten 300 Meter oder wie auch immer diese Festung hoch ist, rennen wir nach oben und sind direkt am Festungsrand. Dann können sie uns nicht. Also, sie können uns immer noch entdecken, aber es ist viel unwahrscheinlicher, als wenn wir mit dem Luftschiff auf sie zufliegen. Ihr solltet aufpassen, dass die Bäume nicht nach euch greifen. Tun sie das? Sollten wir vielleicht ein bisschen höher laufen. Ja, aber wisst ihr, was ich meine? Also, wir sind viel kleiner als wenn wir alle auf dem Schiff sitzen. Genau, das Schiff wird nicht endlos viel geschützt sein von einem Guardianum. Wir haben ja davon gehört, dass es ewig viele Söldner da oben geben wird und die werden auch normale Waffen haben. Außerdem können wir das Schiff vielleicht nutzen, um Aufmerksamkeit auf das Schiff zu lenken und so von uns abzulenken. Also wenn das Schiff hier irgendwo in der Stadt fliegt, wird das auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Feinde auf sich ziehen. Denke ich. Das ist das einzige andere fliegende Objekt. Davon ist auszugehen, ja. Also ich denke, es ist einfach besser, dahin zu laufen. Ich sehe einfach keinen Grund, warum das schlechter sein sollte. Das sehe ich auch so. Das Luftschiff könnte eine wunderbare Ablenkung sein. Und wenn es auch noch geschützt ist von den ganzen Zwergengeschützen, umso besser. Also ich will jetzt gleich noch zu den Hexen hingehen und muss mich dafür aber erstmal noch umziehen, waschen und meine gute Kleidung anziehen. Denn ins Bordell lässt man dann nur echt hohe Herren. Und da hocken die. Zumindest eine von denen, mit denen ich sprechen will. Wollt ihr allein gehen oder braucht ihr Hilfe? Okay, ja, sie könnt mich gerne begleiten. Ihr seid der richtige Mann dafür wahrscheinlich, um in einem Bordell sozusagen unterzutauchen und nicht aufzugehen. Also aufzufallen in dem Sinne, dass ihr da nicht hingehört. Ja, das wäre ideal. Nun, ich denke auch, dass ich dort nicht auffallen. Nun, ich werde auffallen, aber eher positiv. Ich denke auch. Möchtet ihr mitkommen, Jalan? Ihr seid ja auch ein hoher Herr. Wohin nun? Verzeiht, ich war... Ins Bordell zu den Hexen. Ich werde nicht. Ich denke, es ist für das Voranschreiten dieser Planungen besser, wenn ich nicht mitgehe. Aber wie was mit euch? Oder wie? Nein. Okay, ihr seid wieder treu, ist okay. Was? Ist in Ordnung. Ich... Nein. Ist okay. Ich verstehe das. Was verstehe ich? Hat ja auch ihren Charme, etwas Rustikales. Ich wusste gar nicht, dass ihr bald unter die Haube kommt. Warum habt ihr das nicht gesagt? Wehe, ich bin nicht eingeladen. Ja, weil er doch ein richtiger Horasier ist, der spricht nicht über seine Geliebschaften. Er hat damals gesagt, ein Gentleman schweigt und genießt. Havelmir, ihr seid jetzt von Stand. Ihr könnt euch nicht mit irgendwelchen Liebschaften begnügen. Ihr müsst unter die Haube. Ich habe keine Liebschaften. Nur
weil es überbehauptet, muss es deswegen halt noch nicht korrekt sein. Naja, wollte jetzt ja nicht behaupten, dass Ömer mal lügt, oder? Ich überhaupt nicht, dass er lügt, aber nun ja. Das ist die Mutter Travia nicht. Ja. Er verbreitet Theorien, die durch nichts bestätigt sind. Den drücken wir so aus. Ist schon okay, Amelia. Ja. Also ich glaube, dass Widmerbrut wirklich ein solides, gutes Haus ist, was euch dann vielleicht auch diese ganzen schwarzmagischen Flausen austreibt und zwinkert ihr zu. Bonjour. Viel Erfolg. Ist das jetzt dieser Gentleman-Moment? Nein, ich glaube, er hat uns beleidigt. Ach so. Ich kann keine Rati. Ich wünschte euch viel Erfolg. Ah. Hätte ich es auch behauptet. Soll ich mich mal umziehen, Kiaras? Macht ihr euch auch fertig? Obwohl ihr solltet euch vorher waschen, vor allen Dingen. Ja, das habe ich doch gesagt, dass ich das tue. Das soll ich euch helfen, immer. Ich kann euch das herausputzen. Vielleicht gehen wir gemeinsam ins Badehaus, denn ihr seid ja auch abgestürzt, leider, wie immer im Stadion, in den Staub. Ja, meine Kleidung ist ein wenig dreckig, das stimmt wohl. Wir können in den Tempel gehen, dort kann man sich wunderbar waschen. Super, huldigen wir Raya und danach gehen wir ins Bordell, um Informationen zu beschaffen, beziehungsweise die Hexen zu bezirzen. Für eine gute Tat. Meine Herren, ich werde den Braiers-Tempel aussuchen. Wir treffen uns heute Abend wieder, ja? Und wir reden jetzt mit Yasafa? Die Magier. Okay. Ja, Rafim guckt von links nach rechts. Er ist der Einzige, der ist ohne Aufgabe. Ihr könnt natürlich mitkommen, Rafim. Ich suche mir was. Viel Spaß mit eurem Magier. Gut, dann brauche ich bitte von Kiaras eine Betörenprobe, um sich selbst wieder aufzubrezeln. Ich glaube, deine Spezialisierung... Nee, das war Massieren, ne? Nein, auf Betören habe ich Massieren. Auf sich verkleiden habe ich auch Brezeln. Ja, das brauchst du nicht. Aber du darfst es trotzdem würfeln. Möchtest du immer verkleiden oder soll der das selber machen? Immer will das selber machen. Mhm. Jetzt denkt er sich auch, das packe ich. Dein SO ich ist aktuell 7, ne? 8 durch deinen Ohren. 8. Um Pimmels fucking Willen, echt. Du brauchst mindestens 10 oder mehr, also mehr ist immer besser. Wie viel willst du vortäuschen? 12. 12, dann die Differenz als Erschwernis mal 2. Aber 5 ist die Hälfte wegen sozialer Anpassungsfähigkeit. Nur 2 Punkte Erschwernis. Oder? War doch richtig, ich will 4 Punkte vortäuschen, die ich nicht habe, und dann 2 Punkte Erschwernis, weil halbiert wegen sozialer Anpassungsfähigkeit. Ja, soziale Erschwernis halbiert. Ja. Mir war nicht klar, dass du als... du auch den Vorteil hast. Ja, das klappt auf alle Fälle. Betören brauche ich aber trotzdem bitte von euch beiden, weil ihr beide aussieht wie die Dreckspatzen. Euch erstmal zu waschen. Ich streiche meine soziale Anpassungsfähigkeit, ich habe sie natürlich nicht, du hast vollkommen recht. Aber ja genau, also du bist keine... Ich wusste das nämlich. Dann habe ich nur 9 Punkte übrig. Ja, also ich habe die Probe ja gesehen. Vollkommen recht. Ich gebe ihm so ein paar Beauty-Tipps, ich habe ja die soziale Anpassungsfähigkeit. Ja, du darfst das natürlich tun als... Du kannst das meinetwegen auch gerne mirakeln, wenn du willst. Was dann natürlich Karma. Also, Ömer will seine eigenen Betörungssachen machen. Der denkt sich auch, das packe ich schon. Versuch's. Ja, was kann ich ja trotzdem. Er kann dich ja trotzdem anleiten. Und seine Anleitung ist vielleicht auch ganz gut, aber, ne? Ja. Ich traue mir selber so. Gut, ja, Raya-Tempel, wie ihr euch wascht und herausstriegelt, das müssen wir, glaube ich, nicht ausspielen. Kiaras sieht immer herausragend aus. Und dann könnt ihr gleich nebenan in das Bordell Leftans Horn. Das nobelste Bordell der Stadt. Die Ausnahme oder der Konkurrent wären dann noch die 16 Ministerinnen. Die liegen im Norden von hier. Aber ihr geht von hier aus in Richtung... Ich muss das gerade mal auf der Karte zeigen... Ich habe die Hexe sowieso schon freigegeben, ne? Ja, Visible to Players. An der Stelle, wo die Hexe gerade steht, da ist das Bordell Leftans Hall. Ja, vor der Tür natürlich ein Türsteher, ein großer Utulu, 2 Schritt groß, kräftig, finsterer Blick, der euch dann anstarrt, euch mustert und dann diese rote Kordel einmal beiseite nimmt. Der Eintritt selber ist frei. Hat euch da sowohl als würdig erachtet und mit genug Geld im Besitz, ja, könnt ihr dann eintreten. Und im Empfangsraum zu der Verzückung von Kiaras auch Fidaraya-Statuen, die hier dann den Empfangsraum verzieren, allerlei Liebesspielzeug ausgestattet. Ja, ein paar Kurtisanen, die dann hier in den zahlreichen Gemächern warten, davor im Erdgeschoss, im Obergeschoss.
Es gibt sowas wie Wegweiser, die dann hier in verschiedene Richtungen abweisen, die Treppen hoch, runter oder dann zu den Türen. Klangvolle Namen wie das Wüstenzelt mit dem tudamidischen Stil oder auch die Nordlandstube mit vollen weichen Pelzen, die große, den großen Jakwirsaal mit einem Schlösschen, also mit vielen Tuchen, wo man dann auch tanzen kann oder auch gepflegte Konversationen betreiben kann. Vor euch könnt ihr dann auch eine große Bar erkennen, wo dann viele verschiedene Männer und auch Frauen dahinter stehen. Ihr seht auch ein paar verschiedene Kleinigkeiten, die man sich dann da nehmen kann. Die Preise sind hier allesamt auf einem großen Schild angebracht, alles viel zu überteuert, möchtet ihr meinen. Also sehr, sehr teuer, aber diese kleinen Kekse sind das nicht ganz, das sind so länglich gebackene Stäbchen, an denen dann Salz oder sowas dran ist, die könntet ihr euch dann so nehmen, oder auch Sesam, die dann da angebracht sind. Ganz exquisit, möchtet ihr meinen. Und da könntet ihr euch dann hinsetzen und dann warten auf eine Kurtisane, einen Kurtisanen. Kiaras wird dann auch natürlich sofort umworben, wenn er dann als Reihegeweihter hier zu erkennen ist. Gibt noch weitere Spielräume, unter anderem könnt ihr dann noch sehen, wie da wohl Boltern gespielt wird oder auch einen großen grünen Tisch, wo Männer nebenstehen mit langen Stäben in der Hand, die dann verschiedene Bälle auf diesem großen Tisch umherschieben und in irgendwelche Löcher buxieren wollen, ganz merkwürdig. Gibt auch noch einen Park im Inneren, also so ein großes Atrium, wo man dann im Grünen dann flanieren kann, wo dann wohl auch einige Elfen und Halbelfen Lust wandeln. Ganz exquisit. Man hat ja von der Anführerin gehört, dass sie hier ist, nicht Anführerin, sondern dass hier die Anführerin ist, ne? Das war doch, glaube ich, die Information, die du uns gegeben hattest. Die Anführerin von den Hexen, aber nicht die Anführerin von diesem Bordell. Das Bordell selbst gehört Drogosch, Sohn des Darbuin. Das ist der Bordellbesitzer, ein Brillantzwerg. Das ist dir bekannt, weil du die Gassenwissenprobe damals erwürfelt hattest. Genau, war der Name der Anführerin mal irgendwann gefallen? Ja, dein Kontakt ist Shalya. Eine Tulamide. Dann wird man mal ein wenig mit Kiaras, vielleicht im Arm, durch die Gegend flanieren und ihm ins Ohrchen flüstern. Lass doch mal durch die Gegend flanieren. Ich suche eine schöne, schwarzhaarige Tulamidin. Zumindest hoffe ich, dass sie schwarzhaarig ist. Aber wenn eine Tulamidin. Gerne doch. Ich denke, hier wird es mir gefallen. Ja, und so möchte ich ganz gerne mit ihm durch die Gegend flanieren. Vielleicht hier und da irgendwo einen Keks nehmen. Sie wissen natürlich, dass es am Ende abgerechnet wird, aber und wenn man gefragt wird, sagt man, nein, ich will mich erstmal noch umschauen. Ich stehe mir auf die tulamidischen Frauen. Und dann hochwohlgeboren Ömer von sich geben. Dann schauen wir mal, wen wir hier so als Bedienstete alles haben. Comtessa Sephira, eine Halbelfe mit nobler Blässe, blond und turmhohe Haare. Also nach oben gekämmt, gebürstet, mit irgendwelchen Alchemikern nach oben, buxiert. Dralle Brüste in eine Corsage gekleidet. Den Almadana Raidrigio, braun gebrannt, schwarze Haare mit Kokosfett in die hinten gestrichene, luftige Kleidung, sodass ihr auch den Penis aufblitzen sehen könnt. Eine Charizat Aisha, die hier wohl auch noch so sehr jung aussieht. Ihr könnt erkennen Maya, die angepriesen wird als die Wölfin. Eine Nivesin, ihr seid euch nicht ganz sicher, was dahinter steckt, aber Ömer hat Gerüchte gehört, dass sie wohl auch ein Wolfskind sein könnte. Ganz exquisit. Ihr könnt auch einen Trollzacker erkennen, der hier die ganze Zeit nackt rumrennt und sein mächtiges, er macht Leftan selber Ehre. Und hat wohl einen sehr klingenden Namen, Sprkach. Was auch immer. Eine Nixe, die wohl unten irgendwo in einem Bassin auf euch wartet. Und tatsächlich eine Echsensumpf-Acharz namens Smaragdschuppe, die ihr hier ebenso erwerben könnt. Dann fällt euer Blick auf Mogula Shalya. Schwarzhaarige Aranierin, ein enges Mieder aus Leder, perfekte lange Beine, geschlitztes Kleid. Und mit einer Peitsche in der Hand. Ja, hallo, Kiaras. Ist das euer Geschmack? Ja, das ist unser Geschmack, Herr Kiaras. Neben ihr streift ihr eine Katze um die Beine, ein schwarzer Kater. Man wird erstmal sozusagen sagen, lass uns kurz hier stehen bleiben, wie ich die Szenerie betrachten. Redet ruhig mit mir, ich bin kurz abgelenkt.
Und wird dann die Frau und den Kater so ein bisschen betrachten und ein Oden Arcana auf Sichtbereich auf beide wirken. Interessant. Da bin ich jetzt gespannt, wie viele Sternchen überbleiben. Ein Glück habe ich auch nicht, dann setze ich mein Schicksalspunkt für den Wurf ein. Sie hat eine verhüllte Aura. Nein, sie ist nicht magisch. Aber die Katze vielleicht nicht. Die Katze? Ah, sehr schön. Die Katze ist magisch. Die Frau dazu nicht. Ja, ja. Würfel mal eine Magiekunde, sonst hast du keinen. Plus 7, weil hexisch. Ja, hexisch habe ich natürlich die Spezialisierung nicht, aber genau. 7, das könnte man trotzdem packen. Ja, ja, ich weiß. Aber da will ich trotzdem die Probe von dir haben. Gerade so noch gepackt. Gerade so. Ja, es gibt also die Sonderfähigkeit Aura verhüllen. Die man kennen kann. Es kann auch der Vorteil sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt der Vorteil ist. Ich glaube, nicht unbedingt, aber... ja, also, sie hat eine verhüllte Aura. Du erkennst, obwohl dein Odem gelungen ist, die Katze leuchtet, sie selber nicht. Wie du weißt auch, dass sie dann... Obwohl immer selber den verhüllte Aura fordern. Ja, musst du ja trotzdem nicht wissen, dass du denn diesen Vorteil hast. Gut. Ja. Kiaras hat dann eher einen Blick auf das Profane und wenn du sie so betrachtest, sie ist tatsächlich ziemlich hübsch. Du siehst wohl, wie ein Kunde, ein dicker Händler auf sie zukommt, da hat ein paar glänzende Ringe an seinem Finger und quatscht dann wohl ein bisschen mit ihr und sie dirigiert ihn dann auf alle Viere und lässt ihn dann in diesem Etablissement auf allen Vieren in einen Raum reinkriechen. Ah, das ruft Erinnerung wach. Woran? Oh, an die Heimat. Und der Tempel dort ist ein wenig offener. Ich mag ja meine Frauen eher auf den Knien, anstatt mich. Ah, es kann durchaus sehr anziehend sein, mal die Rollen zu tauschen. Das widerstrebt mir irgendwie innerlich. Ach, immer mein Freund. Man muss alles einmal ausprobieren. Na gut, dann habe ich ja bei euch als Netz und doppelten Boden dabei. Aber gerne doch. Ja, wollt ihr auf sie zutreten? Ja, wir wollen ganz gerne gucken, dass wenn sie da sozusagen irgendwie anscheinend bereit ist, Kunden zu empfangen, dass wir dann auf sie zutreten, ja. Ja, sie lässt den, wie gesagt, warten, diesen dicken, fetten, feisten Händler, der auch so ein bisschen Schweiß im Gesicht hatte und der sich dann auch ziemlich anstellt. Und kurz bevor er in diese Tür auch reingegangen ist, hat er wohl auch gebellt wie ein Hund. Oder sollte vielleicht so klingen. Ziemlich demütigend. Guten Abend. Hallo. Ich bin die Mogula Shalya. Immer verneigt sich. Hochwohlgeborene Ömer. Und das ist der noch viel hochwohlgeborene Herr Karino. Euren Namen interessiert mich nicht. Ihr seid Tiere. Auf die Knie. Ja, ich gehe vorher auf die Knie und präsentiere mich. Ömer blinzelt einmal kurz widerwillig, geht dann auf die Knie. Jetzt können wir miteinander reden. Wir wollen uns eure Dienste hier versichern für einen schönen Abend. Also gut. Im Keller, in dem Oronischen Stube, in der Kammer der Lust, haben wir wohl noch etwas Platz. Das Losungswort für heute Abend ist Apfelkuchen. Solltet ihr nicht vergessen, aber wenn ihr es nennt, dann seid ihr raus. Das verstehe ich nicht. Ein Fangnetz. Lasst euch von eurem Mithaustier einweisen. Und jetzt runter in den Keller. Immer steht auf. Und wir euch im Keller nehmen. Auf die Knie. Hab ich gesagt, dass ihr aufstehen dürft. Immer bald die Hand zu einer Faust. Geht wieder auf die Knie und geht mit Kiara davon. Mit Kiara davon Richtung Keller. Ja, wenn du wieder dich umdrehst auf allen Vieren, kriegst du auch nicht die Peitsche ist nicht ausgerollt, aber du spürst wohl ein. Es ist eher entwürdigend, als dass es wehtut. Ein Klapser mit der Peitsche auf deinen Arsch. Ömer läuft einfach weiter. Man sieht, wie er ein bisschen stocksteif ist. Das scheint ihm alles nicht zu passen. Ja, wenn ihr nach unten in den Keller kommt, ausgeschildert ist. Die Kammer der Lust ist natürlich ausgeschildert. Es ist eine akzeptable Version des Reiches Oron. Steht hier so drin. Ihr könnt daran ein Kreuz erkennen. Ein Kreuz, was hier aufgestellt worden ist mit Handschellen, jeweils an den Beinen.
als auch an den Armen und eine große Streckbank mit einem Loch für sowohl Genitalien als auch den Kopf, auf das ihr euch dann legen könntet. Jetzt könnt ihr wählen. Immer schaut jetzt mal Kiaras an. Die Frau ist jetzt gerade nicht da, ne? Nee, ihr seid alleine runtergegangen. Was jetzt? Interessante Gerätschaften, ich wundere mich. Ja, natürlich. Immer greift jetzt Kiaras am Kragen, lässt ihn dann aber sofort hier los und zieht ihn einfach nur an sich ran, um in sein Ohr zu flüstern. Das ist sowas von Belkelel gefällig, mein Freund. Nein, nur dann, wenn es nicht auf gegenseitigem Verlangen beruht. Wenn man es freiwillig tut, ist es absolut reihergefällig. Immer kneift die Augen zusammen, ihm scheint er sich zu passen. Immer übersetzt sich einfach mit dem Hintern auf die... Wort. Sobald er es nennt, ist alles vorbei. Immer setzt sich dann einfach auf diese Streckbank, ohne seine Eier da durchzuhalten oder so, sondern setzt sich einfach dahin. So. Jetzt ist der Zeitpunkt, bei dem wir auf sie warten und nun über das Geschäftliche reden. Ja, ihr werdet tatsächlich warten gelassen. Nach etwa 20 Minuten kommt sie dann gemeinsam mit ihrer Katze, die sie jetzt erstes ankündigt, werdet ihr dann ja erkennen, dass sie hineintritt. Immer noch mit ihrem geschlitzten Kleid und hat die Peitsche mittlerweile wohl angehängt. Seid euch nicht ganz sicher, wie das da funktioniert, aber sie hat mittlerweile Hände frei für euch. Schaut euch an, schüttelt enttäuscht mit dem Kopf. Warum habt ihr euch denn nicht festgemacht? Na, weil ihr das nicht gesagt habt. Bevor wir uns den Gefälligkeiten widmen, denke ich, dass es etwas gibt, worüber wir reden müssen. Ihr seid also zum Reden hier. Ich bin enttäuscht. Dafür verschwende ich meine Zeit mit euch. Oh nein, über so etwas möchten wir nicht reden. Vielmehr möchten wir über Angelegenheiten mit euch und eurer Schwesternschaft reden. Sie kneift die Augen ein bisschen zusammen. Meiner Schwesternschaft. Ihr habt also Kontakte hergestellt und ich wurde genannt, ja? Ja, in der Tat wurde euer Name genannt. Also gut. Sie zieht dann damit den Vorhang hinter sich zurück und schickt die Katze einfach mal mit einem einzigen Blick nach draußen zum Aufpassen. Dann macht euch trotzdem fest und dann können wir reden. Ja, mach ich. Ja, stellst du dich ans Kreuz. Schaut sie an und mach dich nicht fest. Ja, kannst dann sehen, wie Kiara sich da wie selbstverständlich an das Kreuz stellt, die Beine links und rechts dann ankettet und dann je nachdem die linke Hand und Schalja tritt dann heran und macht dann die rechte Hand fest. So dass er da jetzt steht und mit einer sehr eingeübten Bewegung zieht sie dann Kiaras auch an den verschiedensten Stellen die Knöpfe weg, sodass dann sein Gewand zu Boden fällt und er nackt dort steht. Immer noch herausragend aussehend und duftend. Gut. Also, was wollt ihr? Ich denke, dann immer sitzt da, ne? Der hat sich nicht festgemacht. Ja, es ist okay. Okay.